Grüß dich und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das Thema Energiesparen und seid gespannt, was man da tun kann. Aber eins vorweg, es ist jetzt Samstagnacht, es ist gleich Sonntag, also 0 Uhr gleich. Und ich zeige euch mal, wie Automaten an so einem guten Wochenende aussehen. Also wirklich sehr leer. Na gut, ich habe noch mehr Automaten, das ist nicht der einzige. Hier haben wir auf jeden Fall was Leeres. Das waren diese Kekse da, nur in einer anderen Geschmacksrichtung. Und die haben sich wirklich sehr gut verkauft. Und ich hatte die ein paar Tage drin und die waren komplett weg. Und ja, also Getränke haben sich wirklich sehr gut verkauft. Obwohl das Wetter nicht so mitgespielt hat. Auch hier haben wir Cola 1 Liter Flaschen gut verkauft. Soßlöcher haben wir gut verkauft. Bei dem hier ist nicht so viel weggegangen. Ja, kann man sehen, ja, da ist nicht so viel weggegangen. Aber ist gar nicht so schlimm. Ab und zu gehen da trotzdem ein paar Sachen sehr gut weg. Und es muss auch gefegt werden. Es war sehr stürmisch. Die Tür war auf. Da die Tür. Und dementsprechend sieht das natürlich nicht so schön aus. Ich müsste eigentlich auch wischen, da haben ein paar Klebeflecken. Aber ich glaube, das mache ich morgen oder so. Also jetzt um die Uhrzeit mache ich das nicht mehr. Schauen wir mal genauer, was sich so gut verkauft hat. Der Red Bull ist, einiges weggegangen. Hopp, da die Cola-Dosen. Wasser hat sich gut verkauft. Heineken und Desperados. Bier in der Dose. Jackie Cola, die gehen eigentlich sehr gut weg. Die, heute Nacht sind da wirklich sehr viel weggegangen. Also ich habe die heute Morgen nochmal aufgefüllt. Die haben sich wirklich sehr gut verkauft. Herrenhäuser, auch super gut. Spezi, seitdem es etwas wärmer ist, läuft Spezi wirklich sehr, sehr gut. Da müsste ich wirklich mal eine zweite Reihe machen, obwohl die wirklich zurzeit echt ein guter Renner sind. Das war schon leer. Das war auch leer. Also die gab es im Großhandel nicht mehr und die waren nicht im Angebot. Da kommen wir auch zur ersten Sache, die man tun kann, um Strom zu sparen. Vor allem bei so älteren Geräten wie dem hier. Oder aber auch bei dem da. Und zwar sind das die Röhren. Die alten Röhren verbrauchen noch sehr viel Strom und produzieren auch sehr viel Wärme, die natürlich im Gerät verbleibt. Oder das Gerät aufheizen, was natürlich suboptimal ist, weil das Gerät soll ja kühlen. Und ja, da haben wir in der Kühlung noch eine kleine Heizung oder hier in dem Fall sogar zwei kleine Heizungen mit zwei Röhren. Da kann man die umtauschen zu LED-Röhren. Da braucht man aber noch extra Starter dafür. Das sind dann so kleine Dinger, die man auch noch wechseln muss. An sich ist das alles sehr günstig. Ich glaube, pro Leuchtmittel und Starter sind wir unter 10 Euro, also für 20 Euro. Und das Geld habt ihr sehr schnell raus, auf jeden Fall. Also bei dem Gerät habe ich das schon gemacht, hier. Da sieht man jetzt keinen großen Unterschied, aber es verbraucht halt deutlich, deutlich weniger Strom. Eine weitere Sache, die man tun sollte, ist die Temperaturen einzustellen bei den Geräten. Der große G-Drink, der war eingestellt auf 1,5 Grad, also auf die niedrigste Temperatur. Automatisch war das schon so. Und ich habe das jetzt hochgestellt auf 2,5 Grad. Ich glaube 2,5 Grad. Und ich könnte noch hochgehen auf 3 Grad vielleicht. Da würde ich mit der Temperatur nicht gehen. Bier schmeckt halt kalt am besten. Also man schätzt, was 1 Grad oder ein halbes Grad auf das ganze Jahr gerechnet ausmachen können. Das sind schon einige Kilowatt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, übertreibt es nicht. Die Getränke schmecken kühl natürlich am besten. Dann habe ich bei dem Gerät die Temperatur noch etwas hochgestellt. Ich glaube, ich habe hier 9,5 Grad. Ich habe hier in dem G-Snack hauptsächlich Snacks. Einige wenige Getränke habe ich da unten noch. Es ist auch gut, wenn man nicht nur ganz kalte Getränke anbietet, sondern auch etwas, die nicht ganz so kühl sind. Für Kinder zum Beispiel hier so Capri-Sonne oder Kakao. Da ist das, glaube ich, schon ein bisschen besser, wenn man es nicht ganz so kühl hat. Auch hier bei der etwas älteren Dame habe ich auch die Temperatur eingestellt, hochgestellt. Kann man es sehen? Ich habe es auf 8 Grad gestellt, ist gerade 9 Grad. Also 8 Grad ist Kühlschranktemperatur, glaube ich, zu Hause normal. Müsste auf jeden Fall reichen. Es geht gut weg, also scheint den Leuten auch so zu schmecken. Aber bei so einem Gerät haben wir halt das Problem, der ist nicht ganz dicht. Ich schaue mal, ob man es sehen kann. Kann man durch die Lücke sehen, dass da ein bisschen Licht durchschimmert. Ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera sieht, aber mit bloßem Auge kann man es sehen. Ich schaue mal, ob man da vielleicht was machen kann, dass der komplett dicht ist. Dann habe ich noch einen weiteren Automaten natürlich, hier mein Dinosaurier. Da habe ich den auf Raumtemperatur eingestellt, also auf 21 Grad. Aus dem Grund, ich habe hier ein paar Süßigkeiten. Einige Snacks, Raucherzubehör habe ich hier. Wir haben das Problem, bei einem kühlen Gerät würden die Blättchen zum Beispiel Feuchtigkeit ziehen. Deswegen 21 Grad, die Schokolade bleibt ganz, die wird nicht schmelzen. Ist auch vollkommen ausreichend. Bei Blättchen, wenn ihr nicht so einen Automaten habt, den ihr so hochstellen könnt, sondern das wirklich in so einem Automaten hier packen müsst, der das Kühler eingestellt ist, da habt ihr das Problem, die Blättchen ziehen Wasser, wie schon gesagt, die quillen dann auf. Da kann man sich aber Abhilfe schaffen, indem man die in so eine Folie einwickelt zum Beispiel und das dann so reinlegt.
Ein weiterer Punkt, wo man etwas Strom sparen könnte, ist mit der Raumtemperatur. Ich habe da oben eine Abluft. Die warme Luft steigt nach oben, wird dann durch das Rohr nach draußen geleitet. Und ja, hält den Raum etwas kühler als sonst. Ohne wäre es wirklich deutlich wärmer. Ich hatte ja hier hinter dem Automaten, da war ja eine Tür. Und diese Tür war ja etwas höher als dieser Raum hier. Also der Boden war etwas höher. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich oben stand, war die Temperatur, also war die Luft deutlich wärmer als etwas tiefer. Also es ist schon sehr erstaunlich, wie viel warme Luft sich oben staut. Ne? Ansonsten mit der Beleuchtung habe ich auch nicht so viel, nur die beiden Lampen hier. Und am Fenster diese Lampen hier. Die am Fenster könnte ich eigentlich ausschalten, aber für mich persönlich wirkt der Raum dann irgendwie so etwas erdrückend. Das sind LED-Paneele. Ich habe die Leistung auch jetzt nicht so hoch gestellt. Also die gehen eigentlich noch deutlich heller. Also nur so viel Licht, wie nötig ist, reicht vollkommen. Das waren jetzt einige Sachen, die man machen kann beim Strom. Es gibt natürlich noch viel größere Posten, Fixkosten, die man hat bei so einem Geschäft. Aber Strom, Energie ist halt so eine Sache, da hat man sehr viele Stellschrauben. Da kann man sehr viel machen. Auch mit sehr wenig Aufwand kann man da einiges erreichen. Und auf ein Jahr oder sogar 10 Jahre gerechnet, kommt eine Menge Kohle zusammen. Man sollte auf keinen Fall unterschätzen, wie auch so kleine Sachen, die sich summieren und im Endeffekt ein großes Gewicht haben. Man hat schon einige Fixkosten. An einigen kann man nichts ändern. Zum Beispiel die Miete. Die Miete ist ein fester Betrag, den bezahlst du halt jeden Monat. Es gibt aber halt auch Sachen, wo man schon eingreifen kann, wo man sich Geld sparen kann. Man sollte sich auch immer vor Augen halten, selbst wenn es nur 10 Euro sind im Monat, wie viele Getränke müsstest du verkaufen, um das Geld wieder reinzuholen. Also ihr seht, das ist schon ein kleiner Posten, aber im Gesamten haut er schon rein. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Schnitte, weil ich wurde einige Mal unterbrochen. Ich bin mitten in der Nacht hier. Ich wollte unbedingt noch das Video fertig haben. Und nachts kommen schon gut Kundschaft auf jeden Fall. Sollen sie auch kommen, bin ich froh drüber. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin aber, ciao.